Das Team, wir haben die Chance, uns am Freitag für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Das sag ich mal, spricht schon für die Bedeutung an sich. Wir spielen aber auch einen Nations League-Wettbewerb, haben es in den Final Four geschafft mit Frankreich, Spanien, Holland, glaube ich, wirklich die Elite des europäischen Fußballs. Von daher voller Fokus und wir sind sehr daran interessiert, die erste Chance zu nutzen. Auf Sie gefallen, dass ich mich wiederhole, Fokus insbesondere jetzt in dem Moment auf das Frankreich-Spiel, auf das Final Four. Wir haben auf jeden Fall ja noch ein zweites Spiel, gegen wen auch immer. Und dann kann ich nur sagen, sind die Szenarien für uns definiert und in allen Szenarien sind wir handlungsfähig. Können Sie sagen, wie weit diese Szenarien schon sind? Sind das Kandidaten, die Sie auf dem Schirm haben, oder sind da schon Gespräche geführt worden? Wie gesagt, wir machen zwei Spiele. Ich bitte echt um Verständnis. Das ist jetzt das Wichtigste, auch für das Team, für die Spielerinnen und auch für mich. Wir haben einen Wettbewerb zu Ende zu spielen, wo wir die Chance haben. Wir sind bei den vier besten europäischen Teams, wollen uns da aber jetzt nochmal sozusagen durchsetzen. Wollen mit Horst, aber auch mit dem Team zu den Olympischen Spielen nach Paris gehen. Das ist unser Fokus. Und nochmal, zu gegebener Zeit, wenn es Entscheidungen geben muss, werden wir sie bekannt geben.